Ich grüße euch, weil im Forum gefragt wurde, wie man so Sargdeckelkonstruktion machen kann, möchte ich auf eine Möglichkeit hinweisen. Und zwar hier. Ich habe dann ein bisschen was dazu geschrieben noch. Möchte ich auf eine Möglichkeit hin etwas genauer eingehen, und zwar auf die Möglichkeit mit dem Profilmanager. Das heißt, wenn ich jetzt in den Profilmanager gehe, ich sage Profil auswählen, eigene, also ein neuer, bearbeiten. Komme ich ja in meine Zeichnung rein und kann jetzt mit Schraffuren in dem Fall etwas geändert, nämlich mit Baumaterialien gleich direkt arbeiten. Das heißt Beton, Stahlbeton, ich nehme jetzt mal Decke und zeichne jetzt zum Beispiel 1,5, wenn ich das haben will, W30 2, bin ich falsch, zurück. Nochmal, W30 R2. Nein, das ist. Warum macht er das nicht? Moment. So, gehen wir mal rauf. W30 jetzt passt 2. So. Und dann eben, solange ich es brauche, bis zum Mittelpunkt, also bis zur Mittelachse meines Gebäudes, könnte ich das jetzt machen. Ich sage 3 Meter. Dann gehe ich hier, 18 für eine 18er Decke, wenn ich das haben will. Jetzt hole ich mir hier und hier das Blaue, damit ich die Winkelhalbierende finde. Und das mache ich hier auch noch. Dann finde ich hier auch die Winkelhalbierende. Da ist sie schon. So, jetzt habe ich vielleicht hier die 18 nicht, sondern vielleicht 25, weil ich unten auch ein 25er Wand habe. Dann kann ich hier das rausnehmen. Von hier bis hier, 25. Dann kann ich das einfach schnappen. Ich sage, ich verlängere das hier. So, und dann habe ich eben, na, das brauche ich noch, so die Grundlage mal gezeichnet. Das hier wird automatisch ersetzt. Das geht in dem Fall ein bisschen sinnlos weiter. Jetzt mache ich gleich die Wärmedämmung dazu. Oder ich zeichne mir, naja, ein paar Hilfskonstruktionen mit Linien dazu. Wie man vielleicht die Sparren gleich rein machen könnte. Die wird dann im Profil nicht mitgenommen. Da werden nur Schraffuren mitgenommen. Aber ich habe ja Anschlusssachen dazu. Steuerung Groß-Schreib-E. Zum Beispiel einen 16er Sparren, den ich da gleich haben will. Und hier habe ich dann vielleicht 2 Wärmedämmungen, die dann da anschließt auf die Unterkante des Sparrens oder anschließen soll. Nein, Unterkante des Sparrens, nicht Oberkante des Sparrens. Die Wärmedämmung muss ja rauf bis zur Schalung. Also bis hierhin. So. Aber die gehen dann noch weiter. Steuerung. Ich habe dann einen Dachvorsprung, den ich mir konstruieren kann. Ich sage zum Beispiel von hier 1,3 Meter. Soweit soll der Dachvorsprung dann später sein. Dann habe ich Steuerung. Großschreib-E, die Dachschalung 0,04, also 0,24, 0,024 für Rauschalung. Dann habe ich von mir aus die Steuerung Großschreib-E von hier 0,05, die Konterlattung, Steuerung Großschreib-E 0,05, die Lattung, und dann habe ich irgendeine Dachdämmung drauf, Steuerung Großschreib-E 0,03 sind Ziegel oder sonst irgendwas. So, hier schneidet sich das mit meinem Dachvorsprung. Ich gehe da mal einfach im rechten Winkel runter und sage, die alle Steuerung Ö schneide ich von hier nach hier mal weg. Brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Hier brauche ich keine Fette, hier schließe ich dann an. Hier geht dann die Wärmedämmung oben drüber und ich lege dann die Wärmedämmung mit 0,25, 0,5
25 oben auch noch drauf. So, welche Wärmedämmung nehme ich? Ich werde mal hier gerade rauffahren mit IPS. Okay, ich nehme das hier bis mal hier ganz gerade rauf, bis zu dieser Dicke, die ich eben haben will. Markieren, den Punkt schnappen, dorthin, wo es hingehört. Könnte ich noch den Putz dazu zeichnen. Dann haben wir, was haben wir als nächstes? Weich, Mineralwolle oder sowas, was ich halt als Klemmfilz dann haben will. Hier möchte ich die Kontur zeichnen. Da ist die Frage, ob ich nicht noch etwas Dickeres haben muss, aber es ist egal, es ist nur, dass man mal sieht, was möglich ist. Dann möchte ich vielleicht noch Betonplatten drauflegen, da mache ich es mir jetzt etwas einfacher. Irgendwelche PV-Platten oder so. Ja, und vielleicht möchte ich hier noch, nein, das liegt eh auf, und oben könnte ich eine Mittelfette machen, die brauche ich nicht. Wie gesagt, die Linien hier, die brauche ich ja nicht wirklich. Aber ich könnte gleich die Dachfläche dazugeben. Das heißt, Dachziegel. Okay, von hier nach hier, mal rauf, Steuerung Ö, schneide ich hier weg. Und ja, da könnte ich jetzt noch die Latten reingeben. Die Konterlatten kann ich ja nicht machen, weil es im Profil nicht mitgeht, aber das Holz könnte ich noch reingeben. Holz. ABCDFG, H-Holz, Bauholz von mir aus. Muss ich kurz unterbrechen. So, jetzt wurden wir kurz unterbrochen und jetzt mache ich weiter. Das heißt, ich habe jetzt hier diese Schraffur reingesetzt. Und mit dem Profilmanager auf Zeiten, dass er da nicht so viel Platz einnimmt. So, Steuerung Ö, da ist die Achse. Und jetzt nehme ich eben hier noch 0,06 von mir aus und das Ganze, Steuerung Raute, addiere ich 30 mal, okay, wie halt die Dachziegel oder was immer ich dann haben will, 0,35, so, was natürlich dann viel zu viel ist, aber ich kann ja den Rest hier, Steuerung Ö, wieder wegschneiden und habe jetzt sozusagen das hier, das. Das müsste ich dann auf eine andere Art machen. Wenn ich Fetten haben wollen würde, müsste ich das auch auf eine andere Art machen. Und jetzt kann ich natürlich auch den Innenputz noch reingeben, ich kann den Außenputz reingeben, das spare ich mir jetzt einmal. Ich benenne das. Sichern, Sargdeckel. Okay, heißt jetzt so, ist für Wände verfügbar. Ich gehe in den Grundriss, möchte mir in der Nähe des Nullpunktes zeichnen. Hier eine Wand. Was für eine Wand? Eine Profilwand. Welche? Den Sargdeckel. Und dann, je nachdem, wo ich den Nullpunkt gesetzt habe, den habe ich jetzt auf der Innenkante gesetzt. Ich sollte ihn auf die Außenkante setzen des Mauerwerks. Habe ich jetzt nicht getan. Ist egal. Ich zeichne jetzt einfach einmal, was man damit machen könnte. Und ja, wenn ich denn die Achse jetzt genau habe, dann kann ich natürlich sehr einfach das hier zusammensetzen. Steuerung 3 und habe bereits so etwas. Weil die Wand sich dann ordentlich verschneidet. Nachteil der ganzen Geschichte: ich kann keine Dachflächenfenster reinmachen. Ich kann keine Dachverschneidungen mit Mansarden und so weiter direkt machen. Das muss ich dann mit SOE-Befehlen rausschneiden.
Aber sonst schaut das ja ganz gut aus. Weiterer Nachteil: Fenster, die ich reinsetze, werden im Grundriss, wenn ich da nicht aufpasse, sehr seltsam angezeigt. Wenn ich hier ein Fenster reinsetze, seht mal, wo das Fenster jetzt hinkommt. Steuerung 3. Hier habe ich die Öffnung und hier sitzt dann das Fenster. Das heißt, ich muss im Profil, wenn ich nochmal reingehe, Öffnungsreferenzen auch angeben. Abstandsmodifikatoren, Öffnungsreferenzen, die möchte ich haben. Das heißt, hier diese Linie, die ich hier eingeschalten habe, Steuerung E, jetzt kann man die Nachrichten noch drei, könnte ich zum Beispiel hier hinsetzen oder ich setze sie gleich auf die tragende Schichte. Steuerung E, das dürfte auch eine Öffnungsreferenz, das sehe ich, Opening Line, Steuerung E, das setze ich dann eben hier hin. Sichern. Steuerung 3. Jetzt sitzt es hier richtig, aber im Grundriss offensichtlich noch nicht. Das heißt, es ist dann schon ein bisschen so eine Sache. Anschlag zur Öffnungsreferenz. Interessant. Ja, eben. Das ist eben das Problem bei Profilen, dass man dann hier eben dann auf alle Fälle in Schwierigkeiten kommt. So, ich gebe nochmal raus und versuche es mal neu reinzugeben. Ja, es wird einfach nach außen angezeigt. Die Öffnungsreferenz war aber, wenn ich mal bearbeiten reingehe, die ist hier. So. Das heißt, wenn ich hat das T, dann hier zum Beispiel 1,3 reingeben würde, wird ein bisschen mehr brauche ich natürlich dann schon. 1,5, 1,45. Gehen wir mal 1,45. Okay. Würde es dann zumindest im Grundriss richtig sitzen? Steuerung 3. Aber dann im 3D wieder nicht. Also das ist nicht ganz konkurrent. Also das ist ein Problem, da muss man dann unter Umständen dann mit Tricks arbeiten. Dass ich mir zum Beispiel eine kleine Wand extra erstelle, wo ich das Fenster reingebe und hier ein Loch rausschneide, was ich halt mit einem SOE-Befehl brauche und dann die Wand so kürze, dass praktisch nur mehr das Fenster sichtbar überbleibt, dann die unsichtbare Wand mit dem Fenster einfach da reinsetzen. Das wäre eine Möglichkeit, um so etwas zu schaffen. Und wie gesagt, naja, das ist das Problem, das sich dann ergibt, weil hier Archicad offensichtlich an diese Möglichkeit noch gar nicht gedacht hat und die Fenster eben nicht dafür programmiert sind. Man sieht auch hier, erkennt dann der Stempel zum Beispiel nicht wirklich, wo die Wand beginnt, wo sie aufhört. Also man hat dann schon ziemlich Nachholbedarf. Ich gehe mal da zurück, mache es mal anders. Ich sage jetzt Wand, Entschuldigung, eine ganz normale Wand. Setze die mal kurz hier ein, gebe ein normales Fenster rein. Steuerung 3. Sage jetzt, du liebes Fenster, bist nur mehr, du liebe Wand, bist nur mehr so hoch. Und von unten her beginnst du hier. Und du beginnst genau beim Fenster und das gleiche hier. Dann habe ich die Wand immer noch, aber ich sehe sie nicht mehr. Und ich habe jetzt hier im Grundriss ein Fenster, das ich überall hinsetzen kann. Und da muss ich mir eben dann mit einem SOE-Befehl die Sachen rausschneiden, die ich dann eben nicht brauche. Mit irgendeinem Körper, wo ich dann Steuerung L, eine Ebene. Also Steuerung L, Layer, neue Ebene, die ich dann irgendwie nenne, dass ich sie dann ausschalten kann. Okay, und dann habe ich von mir aus, mit einer Decke vielleicht, schneide ich dann die Sachen. Das brauche ich, das brauche ich, Steuerung 3. Okay.
diese Höhe, die ich dann haben will. Gut, und das schneide ich einfach raus. Und setze dann mein Teil eben da rein, wo ich es haben will. Und ja, die Breite des Fensters. So, Planung, Solidelemente, Befehle. Ich sage das hier als Ziel, das hier als Operator, Abzug, ausführen. Steuerung L, also noch nicht, Moment, nicht so schnell. Das hier brauchen wir natürlich dann auf der neuen Ebene weg damit. Ist jetzt drauf. Steuerung L, weg damit ausschalten. Im Grundriss ändert sich nichts. Das muss ich dann wieder extra bearbeiten. Steuerung 3. Jetzt habe ich hier, hat nicht alles rausgeschnitten, das ist seltsam. Steuerung L. Ah, okay. Ich brauche hier natürlich dann auch irgendein Bauteil mit einer hohen Priorität am besten. Da müsste ich jetzt in der Materialitätsliste nachschauen. Niedrige, hohe Priorität. So. Steuerung L. Weg damit. Ja, jetzt habe ich es rausgeschnitten. Und jetzt kann ich hier eben meine Wand, die ich nicht sehe, mit dem Fenster genau einsetzen, wo ich sie brauche. Steuerung 3. Kann sie hinsetzen, wo ich das haben will. Der Nachteil, wie gesagt, SOE-Befehle im Grundriss werden nicht automatisch rausgeschnitten. Also wenn ich jetzt hier nicht zufällig eine Schraffur drinnen hätte, würde die Wand immer noch durchgehen, weil SOE im 3D passiert und nicht im 2D. So, das sehe ich, weil das jetzt unter einem Meterschnitt ist. Wenn ich kurz reingehe, entschuldigen, bitte genauer sein, Herr Moslechner. So, S01. Profil brauche ich nicht. Schnitte, da ist er. Doppelklick. Hier habe ich den Schnitt. Man sieht, das Profil verschneidet sich sauber. Und der Meterschnitt ist jetzt hier, weil das Dach so weit runter geht. Das heißt, genau hier diese Schnittkante bei einem Meter Höhe sehe ich dann natürlich im Grundriss. Wenn ich das jetzt nicht sehen will, ist das eine Sache eines Ausschnittes, eines Planausschnittes. Ich gehe mal von der Projektmappe in die Ausschnittmappe. Ich bleibe jetzt bei der Arbeitseinstellung und ändere es dort. Aber das müsste man dann dort machen, wo man es haben will. Also im Ausführungsplan oder Werkplan oder Moment, was haben wir denn alles drinnen? Einreichplan zum Beispiel. Möchte ich vielleicht diese vielen Linien hier nicht sehen. Dann muss ich auch, ich gehe in den Einreichplan. Geschosse. Ich bin im 0. Geschoss. Rechte Maustaste. Ausschnitteinstellungen. Grundrissschnittebene. Entweder da weiter runter gehen. 0,8 zum Beispiel. Okay. Okay. Und schon sind diese Linien weg. Hat aber den Nachteil, dass ich dann unter dem Fenster unter Umständen bin, wenn ich ein Fenster über einen Meter erst beginnen lassen, dann sehe ich das Fenster nicht mehr. Also man muss da schon ein bisschen mit Überlegung arbeiten, was man dann machen will. So, ich nehme jetzt das mal, Steuerung E, gebe das durch mein Fenster durch, schauen wir es noch einmal an. Da sieht man eben, wie das Fenster jetzt hier drinnen sitzt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass es wirklich genau in der Mauer drinnen sitzt. Die Sachen müsste ich dann wieder in irgendeiner Form nachführen. Steuerung. Ah, Moment. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier so habe, könnte ich mit dem Layer, mit der Layer-Schaltung nochmal mein Element hier ändern. Das ist noch immer eine Decke, die ich dann zum Beispiel raufsetzen kann. Weiter drauf. Aha, hier ist mein Fenster. Setze ich es genau hin.
Dann wird das unten vorne wieder nicht mehr rausgeschnitten. Dann muss ich das unter Umständen teilen. Moment, mache ich gleich. Würde ich gleich gerne. Ist oben drüber, genau. Sehe ich das im nächsten Geschoss? Ich glaube nicht, nein. Ja, es ist wirklich etwas tricky zu arbeiten. Ich mache mal in 3D. Ich sage jetzt Steuerung Ö. Schneide das hier auseinander. Den hier fahre ich etwas nach innen. Den hier fahre ich bis hierhin und gebe den wieder weiter runter. Steuerung L. Weg damit. Okay. Habe jetzt die Dachfläche ganz rausgeschnitten. Und dabei geht jetzt die Wand wieder durch, weil ich schneide nur bis zum Fenster. Und jetzt könnte ich eben versuchen, mit einem weiteren SOE-Befehl das hier in Form einer Dachgaupe auszuschneiden, die Gaupe selber draufzusetzen und so weiter. Aber es ist nicht einfach, das gebe ich zu. Steuerung L. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier das Ganze mal nach hinten nehmen. Wo schneidet es sich? Ich hole mir es wieder bis zum Schnittpunkt. Ich sage, ich möchte hier, na, ich brauche nur das Blaue. Ich möchte hier einen neuen Punkt setzen. Ich fahre hier mit diesem Punkt. Ach, jetzt erwische ich es ziemlich schwierig. Ja, das sollte ich vielleicht vorher im Grundriss wirklich machen. So. Und interessant. Ich schneide jetzt brav raus. Ich setze mir das noch etwas höher. So. Und da schneidet er mir dann wirklich das raus. Steuerung L. Ausschalten. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier so einen Ausschnitt geschafft und könnte jetzt meine, naja, selbstgemachte Gaupe anschließen an die Sache, die ich dann eben selber machen müsste. Und so könnte ich mich dahin arbeiten, um solche Dinge dann trotzdem herzustellen. Gut, das ist einfach nur eine Anregung, wie man es auch machen könnte. Wie gesagt, mit Schalen wäre so etwas Ähnliches auch zu erreichen. Denn in den Schalen kann ich ja auch nicht so komplizierte Profile, aber doch eine Mehrschichtigkeit einem Profilpolygon folgen lassen. Ganz kurz, wenn ich jetzt mehr oder weniger die Schale nehme, die ganz normale, mehrschichtiges Teil. Ja, ist egal. Und ich mache mir jetzt einfach mal irgendwo so etwas. Dann sieht man schon, das wird nachgeführt. Ich mache es mir einfach mal gerade, indem ich einfach einen neuen Punkt reinsetze. Dann wird es gerade. Und dann kann ich damit ja auch aufführen, was immer ich will. Nur mit Verschneidungen wird es dann schwierig. Weil die Schale besteht ja mehr oder weniger aus der Mehrschichtigkeit, aus diesem Polygon und aus einem Vektor, wo das Ganze in die Länge gezogen wird. Ich mache das jetzt mal ein bisschen. So machen müssen. Okay. Gehe in den Grundriss. Hier habe ich es. Das heißt, ich kann das jetzt nicht einfach mit Steuerung Ö, glaube ich zumindest, hier so abschneiden. Das wäre mir neu, das funktioniert nicht. Aber was ich machen kann, ich kann selber ein Polygon zeichnen. Das heißt, wenn ich hierher gehe und sage, Planung, Schale, Schalenkontur definieren, Löcher kann ich auch machen. Schalenkontur definieren,
dann zeichne ich einfach eben diese Kontur, die ich eben haben will. Steuerung 3. Habe diese Kontur dann und kann es dann spiegeln. Die Schale ist immer noch größer, aber es wird eben nur mehr die Kontur angezeigt. Steuerung groß schreibe im Mirror von hier nach hier. Steuerung 3. Und da kann ich dann auch Xen und so weiter machen und habe den Vorteil, dass ich Dachflächen, Fenster und so weiter reingeben kann. Aber ich habe nicht den Vorteil, dass ich einzelne Schichten in der Höhe in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Dachflächen, Fenster, haben wir es dann schon lange nicht mehr gebraucht. Nehmen wir das dabei. Dann setze ich dann einfach rein, wo ich es brauche und habe gleich die richtigen Verschneidungen. Oder eben auch statt einem Dachflächenfenster eben diese seltsamen Gaupen, die da mit drinnen sind, die man aber mit Sicherheit nacharbeiten müsste, damit sie eben dann wirklich angepasst sind. Ja, ihr seht schon, die Wanddicken und so weiter, das ist alles nicht wirklich durchdacht. Aber das wären die Möglichkeiten, die ich da vorschlagen würde, wo man sich damit beschäftigen muss, aber man muss sich trotzdem reinarbeiten, das ist klar. Schöne Grüße aus Salzburg und viel Erfolg.